Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von der 4-Jahreszeiten Winzer EG Bad Dürkheim, wo der gehobene Weingenuss seinen Ursprung hat. Willkommen bei den Pfälzer Begegnungen. Zu Gast ist heute Klaus Arp. Klaus Arp ist Professor an der Musikhochschule in Mannheim. Er ist der künstlerische Leiter der Villa Musica. Was das ist, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Er ist Dirigent, er ist Komponist und er kommt aus einem, wenn ich es richtig sehe, hochmusikalischen Elternhaus. Damit werden wir gleich beginnen, aber der Wein vorweg, Sie haben einen Grauburgunder gewählt, weil er in die Sommerzeit so gut passt. Ich denke schon, ja. Prost. Zum Wohl. Ein passender Sommerwein. Beim Lesen Ihrer Biografie, aus dem Internet rausgeholt und von verschiedenen Stellen, fiel mir der häufige Bezug auf Ihr Elternhaus ein. Ein Pastorenhaushalt, der anscheinend hochmusikalisch war. Sagen Sie uns ein paar Worte. Das hat mich fast an die Familie Bach erinnert, außer dass sie nicht ganz so viele Kinder waren. Ja, so viele Kinder waren wir nicht von der Familie Johann Sebastian Bach. Ich weiß nicht, wie das davor. Ja, also so ganz hochgreifen würde ich dann doch nicht. Es ist ja eigentlich eine gute alte Tradition in protestantischen Pastorenhaushalten, dass die Kinder zahlreich sind erstens. Das war eine gute Tradition. Das war mal. Ja, ja. Heute ist das nicht unbedingt mehr so. Und dass die Kinder Musik machen, ist eigentlich auch üblich gewesen. Ich meine, ich kann sagen, meine beiden Eltern waren musikalisch. Sie waren aber nicht in dem Sinne professionell ausgebildet. Die meisten Einflüsse bekamen wir von unserer Großmutter mütterlicherseits, die also eine ausgebildete Sängerin gewesen ist, aber zu der Zeit damals, wenn man dann geheiratet hat, wurde das sein gelassen und daher kam dies. Und wir haben eine gemeinsame Begeisterung für Musik immer gehabt. Selbst jetzt noch, wenn wir zusammenkommen, haben wir Chorbücher vorbereitet, die werden ausgeteilt und dann wird einfach eine Stunde lang mehrstimmig gesungen. Das war schon bei uns immer so. Sie haben viel gesungen. Wir haben sehr viel gesungen und das ist eine Sache, die ich sehr schmerzhaft finde, dass das heute nicht mehr so viel passiert. Das muss man wirklich mal sehen. In den Schulen wird nicht mehr gesungen, in den Kindergärten wird weniger gesungen, nach dem, was ich weiß. Und das ist eigentlich so eine der Grundausbildung auch des Menschseins, würde ich sagen. Beim Autofahren wird auch in der Familie nicht mehr so viel gesungen. Wir sind mit meinen Eltern immer singend durch die Lande gezogen, ja. Vermutlich deswegen auch, weil die Radioempfangsweite nicht so gut war. Ja, und weil die Verkehrsdichte noch nicht so groß war. Mein Vater ist immer bei bestimmten Sachen dann so rechts und links gefahren. Das konnte man in der norddeutschen Tiefebene auch noch besser konnte machen man das wahrscheinlich. Machen, ja, genau, zu der Zeit, ja. Und Sie sind 6 Kinder, haben also 5 Geschwister. Gibt es da auch noch hauptamtliche Musiker? Es sind alle eigentlich mit Musik beschäftigt. Mhm. Hauptamtlich ist eine Schwester von mir auch Sängerin und Chorleiterin. Mein ältester Bruder ist Musiklehrer und Big Band Chef. Mein jüngster Bruder ist Schlagzeuger und Lehrer an einer Jugendmusikschule. Und mein nächstjüngerer Bruder ist auch Lehrer an einem Gymnasium mit einem Nebenfach Musik dabei. Also sie haben alle irgendwelche musikalischen Nur Pastor ist keiner geworden. Pastor ist keiner geworden. Das ist eben halt so, dass da eine gewisse, ich muss mal sagen, Aversion dann auch manchmal passiert. Man wird manchmal überfüttert mit bestimmten Sachen, die man dann eine Zeit lang seines Lebens dann nicht mehr haben will. Das ging mir genauso. Bei mir war es vollkommen klar, dass ich nie in meinem Leben Arzt sein wollte. Und zwar deswegen, weil ich die vielen negativen Seiten an meinem Vater gesehen habe. Und so geht es einem dann wahrscheinlich eben auch in einen Pastorenhaushalt eventuell. Wie sind Sie professioneller Musiker geworden? Also sind es ja nun wirklich in höchstem Maße. Sie unterrichten es nicht nur, sondern Sie praktizieren es. Und Sie praktizieren es auf zweierlei Weise, indem Sie dirigieren einerseits und andererseits komponieren.
Ich spiele auch noch Klavier. Und sie spielen auch Klavier. Sie hatten natürlich zu Hause ein Klavier stehen, nehme ich an, und ein Harmonium. Nee, Harmonium hatten wir nicht zu Hause stehen. Ich habe manchmal heute bedauert, wir hatten natürlich immer eine tolle Orgel in der Kirche. Und ich habe aber komischerweise auch aus demselben Grund, weil man immer dann denkt, Pastors Kinder gehen in die Kirchenmusik, wollte ich mit der Orgel irgendwie nichts zu tun haben. Heute bedauere ich das manchmal, das ist ja eigentlich ein tolles Instrument, aber ich habe mich eigentlich immer mehr zum Klavier hin und auch zum Kontrabass und solchen anderen Instrumenten, die man so zu einem Gebrauch dann gespielt hat, hingezogen gefühlt. Wie hat es dann einen da hingezogen? Eigentlich war es ganz automatisch, so dass ich eigentlich am Ende meiner Gymnasialzeit dann irgendwann gesagt habe, nee, das jetzt erwarten alle von einem, dass ich Musiker wäre. Jetzt denke ich mal an andere Dinge. Ich habe mich dann mit mehr mit Sprachen und mit Ethnologie und sowas befasst, aber das war dann doch stärker mit der Musik und habe dann das dann doch ganz allmählich dann aufgegriffen. Ich habe am Anfang nur Klavier studiert und bin dann so richtig reingewachsen. Schon eigentlich während der Schulzeit als Jungstudent. Und Sie waren an der Musikhochschule dann? Ich war schon während der Schulzeit dann 2 Jahre als, heute würde man sagen, Jungstudent. Früher sagte man externer Student, hatte ich schon meinen Klavierunterricht bei einem Professor Besch in Hamburg an der Musikhochschule. Und haben dann weitergemacht und jetzt unterrichten Sie selbst. Was ist Ihr Unterrichtsfach oder sind Unterrichtsfächer? Ja, Unterrichtsfächer sind eigentlich Orchesterleitung und Orchestererziehung, nennt sich das. Und dahinter verbirgt sich eigentlich, dass ich für die hauptamtlichen Dirigenten in der Hochschule zuständig bin, dass ich also die Dirigenten ausbilde und dass ich das Hochschulorchester leite. Das heißt, die Orchestererziehung, junge Musiker dazu erziehen muss, wie sie im Orchester zu spielen haben. Und das macht mir großen Spaß. Ich habe schon immer gern auch mit jungen Musikern zusammengearbeitet, schon in meiner Hamburger Zeit. Als ich da an der Oper war, habe ich das Hamburger Jugendorchester geleitet, also auch mit jungen Leuten. Also von 0, also sagen wir mal von 25 auf 100% aufbauen, ist eine sehr fordernde Tätigkeit und die macht mir großen Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass die Tätigkeit an einer Musikhochschule für einen Professor eine völlig andere ist als für einen Professor der Geschichtswissenschaft oder Politikwissenschaft an einer Universität. Ja. Sind wahrscheinlich viel intensiver mit den Studierenden zusammen. Ja, wir haben den Vorteil, dass wir weniger Studenten natürlich haben und wir haben einen direkten Kontakt mit den Studenten, weil wir eigentlich eher praktisch tätig sind. Also ich stehe nicht auf einem Katheter und halte Vorlesungen, die dann irgendwie 500 Studenten hören können und mitschreiben. Das beste Dirigat oder so etwas. Kann man nicht machen. Das muss in der Praxis irgendwo gezeigt werden oder auch ausprobiert werden. Und deswegen ist der Kontakt einfach ganz anders dabei. Es ist ja auch eine andere ein anderer Werdegang, wenn man Musikprofessor wird, als wenn man wissenschaftlicher Professor wird. Ich muss ja keine Habilitation schreiben und sowas alles. Das, man wird einfach aus der Praxis heraus berufen auf solch eine Tätigkeit und das hat auch immer mit der Praxis auch zu tun. Sie sind künstlerischer Leiter der Villa Musica. Was ist die Villa Musica? Ich weiß es zwar, aber unsere Zuschauer wissen das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Villa Musica ist etwas, das das Land Rheinland-Pfalz wirklich auszeichnet. Denn sonst, seien wir mal ehrlich, ist ja in Rheinland-Pfalz so an kulturellen Einrichtungen gar nicht so viel, wenn man das mal mit Baden-Württemberg und sowas vergleicht. Aber die Villa Musica ist etwas, was eigentlich mal gegründet worden ist, weil etwas anderes schiefgegangen ist. Es ist ursprünglich mal, damals war Christoph Eschenbach Chefdirigent in Ludwigshafen und der wollte so etwas aufbauen, wie später dann Justus Franz in Schleswig-Holstein aufgebaut hat, ein Schleswig-Holstein-Festival. Also sozusagen ein flächendeckendes Festival. Rheinland-Pfälzische Musiktage wollte er aufbauen und genauso nach also dem Prinzip. Also so wie die Rheingauer Musiktage so ein bisschen? So ein bisschen das in der Richtung, aber ja auch so, dass es eben über die ganze Fläche der Rheinland-Pfalz verbreitet ist. Und Rheinland-Pfalz hat nicht viele Orte, in denen man wirklich, sagen wir mal, professionell mit Orchestern auftreten kann. Und deswegen war die Idee, wie in Schleswig-Holstein Scheunen zu finden und sowas alles. Dieses Konzept hat hier, aus welchen Gründen auch immer, nicht wirklich funktioniert. Und dann war plötzlich Geld wohl da. Und das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Und dann wurde gesagt, jetzt machen Sie was damit. Das ist nicht ich, sondern das war damals, waren damals Politiker. Und dann haben die gesagt, dann gründen wir jetzt die Villa Musica. Und da war dieses wunderschöne Jugendstilhaus da auf der Bastei und dann wurde gesagt, ja, dann
tun wir das in dieses Haus hinein und dann wird das mit Musik erfüllt. Und jetzt heißt es ja auch Villa Musica Rheinland-Pfalz, wenn ich das noch erzählen darf, weil sich Herr Beck mal sehr geärgert hat. Da hat ein Ensemble der Villa Musica irgendwo in Stuttgart gespielt und Frau Schawan wurde gratuliert zu diesem Ensemble Villa Musica. Und da hat er gesagt, wir müssen in den Namen Villa Musica irgendwas mit Rheinland-Pfalz hineinbringen. Denn das ist wir hätten ja Mainz reinbringen können. Mainz reinbringen kann oder irgendwas in Richtung, Und die Villa Musica, muss man dazu sagen, sitzt in einem Villenensemble von drei Villen, das mit zu den schönsten Ensembles von Mainz zählt. Und ich nehme an, Sie haben auch mit zur Rettung dieses Ensembles beigetragen. Also ich nicht, aber ich meine, damals die Gründung der Villa Musica. Ganz bestimmt. Jetzt ist das ja Gästehaus und Gästehaus der Landesregierung und eben die Villa Musica in der Mitte sozusagen. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Ensemble. Ich glaube, ursprünglich mal von einem Brauereibesitzer angelegt. Das Gästehaus der Landesregierung ist von einem Brauereibesitzer. Und die beiden Zwillingsvillen, in denen eine davon die Villa Musica ist, ist von einem Tiefbauunternehmer und seinem Bruder gebaut worden, die sozusagen brüderlich zwei Villen nebeneinander gestellt haben, die auch sehr ähnlich sind, die fast identisch sind. Fast identisch, Das ist in der Nähe der Kupferbergterrassen, muss man vielleicht noch dazu sagen, für diejenigen, die es suchen sollten. Aber was zeichnet die Villa Musica aus? Sie haben jetzt gesagt, was sie nicht ist. Sie ist nicht das Schleswig-Holstein-Festival, sondern eine Form von Ersatz, wo man etwas für die Musikerziehung tun will? Also ich bin ja seit 1992 bei dieser Villa Musica als künstlerischer Leiter tätig. Und wir haben damals, nachdem es am Anfang so ein Konglomerat mit allen möglichen Großevents und Orchester- und Chorkonzerten alles Mögliche gewesen ist, haben wir gesagt, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Die Örtlichkeiten in Rheinland-Pfalz sind nicht besonders groß und deswegen bietet es sich nicht an, unbedingt große Orchesterkonzerte zu veranstalten, große Events so wie Lorelei oder Chorelei oder sowas zu machen. Das sollten andere machen, sondern wir haben uns dann beschränkt auf Kammermusik, weil das ein Gebiet ist, das so in dem allgemeinen Musikleben nicht so stark gepflegt wird. Und wir haben uns gesagt, wir haben hier diese Möglichkeiten, wir machen Kammermusik. Und das Besondere an der Villa Musica ist eigentlich ein Prinzip, welches wir, ja, nicht geklaut, aber übernommen haben von Rudolf Serkin aus Marlborough. Der hat nämlich dort ein Prinzip gestartet, dass man Kurse macht mit jungen Musikern, aber die nicht so gestaltet, dass die Professoren und die großen Musiker dort sitzen und sagen, du musst jetzt so spielen, du musst jetzt so spielen, du musst jetzt so spielen, sondern dass diese Dozenten und Professoren und wirklich großartige Musiker immer selber auch mitspielen. Und das ist eine ganz andere Angelegenheit von Kurs und Konzert, sagen wir dazu, als es so normalerweise so gehandhabt wird. Und das Merkwürdige ist, jetzt beobachten wir, dass viele das übernehmen, dieses Prinzip. Also man muss sich das so vorstellen, die üben ein Klaviertrio von Johannes Brahms ein und einer der Musiker in diesem Trio ist der Dozent, der Lehrer und zwei sind Schüler, so ist es. Allerdings sehr fortgeschrittene Schüler, sonst könnten sie solche schwierigen Sachen nicht spielen und vor allem nicht anhörbar spielen. Ja, genau. Und man lernt dann einfach praktisch im Zusammenspielen. Im Zusammenspiel mit einem sehr erfahrenen großen Musiker, der dann halt seine Angaben macht, aber auch durch die Beobachtung dieser erfahrenen Musiker, die ja auch dann ihre kleinen Schwächen zeigen müssen und auch mal nervös sein können und auch mal sagen, hier an der Stelle mache ich immer den Trick und da atme ich immer besonders gut durch oder irgendwas. Das ist eine andere Art von Vermittlung von Lehrinhalten, wenn Sie so wollen, als wenn Sie das nur 1:1 dozieren. Und wie viel Studierende, Lernende gibt es dann im Jahr an der Villa Musica? Das sind so etwas über 100, also etwas 110, 120 herum. Und die scheiden nach etwa 3 Jahren dann auch wieder aus. Oder wenn sie einen festen Vertrag zum Beispiel in einem Orchester als Solo-Oboist oder sowas haben, dann scheiden sie automatisch aus, weil wir ja natürlich auch, wir wollen diejenigen fördern, die auf dem Sprung sind zur professionellen Karriere. Also noch nicht die Anfänger, wir haben auch manchmal sehr junge Leute dabei, die halt schon sehr weit sind. Es gibt überall Überflieger und Wunderkinder. Ja, obwohl wir Wunderkinder eigentlich weniger dabei haben, weil es ja um Kammermusik geht. Ja. Es geht nicht so sehr um das Zirzensische oder um das Wunder zu bewundern, dass da jemand mit 13 Jahren schon alles spielen kann, sondern es geht ja also um die Zusammenarbeit. Lang hätten Sie nicht angenommen. Doch, schon. Der ist ja auch als Musiker durchaus sehr ernst zu nehmen. Das ist auch als Kammermusiker. Ne? Mhm. Ja, ganz bestimmt. Und
Die kriegen ein Stipendium. Verstehe ich das richtig? Die Studierenden? Nein. Oder wie sieht das aus? Nein? Also sie bekommen kein Geld. Sie bekommen kein Geld? Nein, sie bekommen für diese 3 Jahre die Möglichkeit, in der Villa Musica diese Kurse mitzumachen. Und die kosten sie dann kein Geld und keine Unterkunft, keine Verpflegung und so weiter. Das wird also bezahlt. Das heißt, dieses Angebot muss auch wahrgenommen werden. Ja. Also die müssen woanders ihr Geld hier bekommen. Die müssen ja wo wohnen und müssen essen und trinken. Naja, aber nicht während der Kurse. Nein. Ah ja, nein. Okay. Also während der Kurse... Sind die in der Villa Musica untergebracht? Sind sie nicht in der Villa Musica, jetzt immer in Schloss Engers. Das ist ja am Rhein, in Neuwied. Neuwied-Engers, und dort ist ein schönes, wunderschönes Schloss Engers, und das gehört schon seit 10 Jahren der Villa Musica, die gehört natürlich dem Land Rheinland-Pfalz, aber das ist uns übermittelt worden, und dort werden diese Kurse auch abgehalten, dort kann man auch wohnen, dort sind Schlafplätze und so weiter. Und dort wird auch verköstigt. Gibt es irgendwelche berühmten, bekannten Absolventen, die Ihnen so einfallen? Wo man sagen würde, Donnerwetter, der war bei uns bei der Villa Musica und jetzt ist er der berühmte Lang Lang oder so jemand? Martin Stadtfeld ist einer der berühmten Pianisten, Shootingstars, gehörte zur Villa Musica, gehörte auch zum, vielleicht weiß ich, ob Sie darauf zu kommen wollen, war einer der ersten ZIRP-Stipendiaten, also von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz haben wir auch so ein Stipendium, das als richtiges Stipendium gehabt. Und dann auch in der Villa Musica, und der gehört mittlerweile zu den wirklich Shootingstars. Und wenn Sie Fauré-Quartett nehmen mit Erika Geldsetzer, ist auch so eine von diesen Leuten. Viele sind an Konzertmeisterstellen, Tonhalle Zürich und sowas alles. Also sind schon einige, die dort untergekommen sind. Trotzdem, es ist nicht unser Hauptaugenmerk auf diese Shootingstars gerichtet, sondern wir möchten gerne, wen auch immer, in einer hohen Ebene, aber wen auch immer zum Kammermusik machen, anregen. Und wenn Sie mal sehen, viele Shootingstars, wenn Sie so Itzhak Perlman, Pinkas Zuckermann und diese ganzen Leute, Gidon Kremer, wenn die so ihre Solokarriere irgendwo satt haben, dann fangen sie alle an, machen Kammermusik. Und wir möchten gerne sozusagen von der anderen Seite her kommen, die besten Solisten und die besten Musiker überhaupt sind diejenigen, die auch fähig sind, gut Kammermusik zu machen, weil das eigentlich sozusagen eine der höchsten Disziplinen ist. Da hat man keinen Dirigenten, der einem zeigt, wo man kommt, und da hat man keinen, der einem sagt, so musst du spielen, sondern da kommt es darauf an, die eigenen Ohren zu benutzen und darauf zu reagieren, was um einen herum ist. Und deswegen ist das für uns sozusagen einer der Glanzlichter. Und der kleinste Fehler wird gehört. So ist es. Was in einem Orchester möglicherweise bei irgendeinem Tutor untergehen kann. So ist es. Spielen Sie selber auch noch in Kammermusik-Ensembles? Also ich habe mir geschworen, in der Villa Musica mache ich selber keine Musik. Es kommt mal vor, dass wir haben so Open-Air-Konzerte in Schloss Engers, dass ich dann eins dieser Konzerte mal dirigiere und dann eigentlich auch nur, wenn ich Stipendiaten der Villa Musica sozusagen damit vorstellen möchte als Solisten. Also sonst habe ich gesagt, ich überlasse das den professionellen Kammermusikern. Und das bin ich ja als professioneller Dirigent nicht a priori, auch wenn ich früher Kammermusik gemacht habe. Aber das ist für mich so eins der Credos, wo ich gesagt habe, nein, das mache ich jetzt hier in der Villa Musica nicht. Sonst gerne immer wieder, und Liedbegleitung und sowas alles mache ich auch immer wieder gerne. Aber wie gesagt, in der Villa Musica mache ich das nicht. Die Villa Musica ist eine Stiftung, oder hängen Sie sozusagen am Tropf des jährlichen bzw. immer auf 2 Jahre angelegten Budgets der Landesregierung? Glücklicherweise sind wir eine Stiftung des Landes Rheinland-Pfalz. Und wir haben also aus den Zinseinnahmen macht für unser Budget. Wir haben einfach eine gewisse Kontinuität, die vielleicht sonst nicht gegeben wäre, wenn politische Präferenzen reinspielten. So ist es. Aber wir haben natürlich auch eine Abhängigkeit von den Zinssätzen. Das ist Das ist natürlich richtig, das ist klar. Der künstlerische Leiter, was macht der künstlerische Leiter, was bestimmt er? Der künstlerische Leiter ist sozusagen eigentlich dafür da, dass, sagen wir mal, eine geschmackliche Richtung vorgegeben wird. Ich bin kein Exekutor in dem Sinne, dass ich nun sämtliche Programme schreiben muss oder irgendwas machen muss. Glücklicherweise könnte ich auch gar nicht leisten, zeitlich. Aber ich bin dafür da, sozusagen zu koordinieren, die Künstler, die sonst dort sind, zu entscheiden, ob dieses oder jenes Programm angemessen ist oder ob die oder die Künstler eingeladen werden als Dozenten oder sowas in der Richtung. Das ist sozusagen meine, sowas wie Spiritus Rector in dem. Sie sind auch Komponist?
und haben mindestens 2 Opern komponiert, möglicherweise mehr. Ich habe 2 gefunden. Und die letzte aus dem Jahr 2004 nennt sich Friendly Fire. Ja. Erzählen Sie uns ein bisschen über diese Oper. Ja, da wurde ich angeregt durch eine Oper, die auch in der Neuköllner Oper in Berlin aufgeführt wurde und die sehr umstritten war, aber wo alle Leute hingerannt sind. Das ging nämlich um eine Oper, die hieß Angela. Und das war eine Oper über Angela Merkel, noch bevor sie Kanzlerin wurde. Und der Regisseur, den wir gut kennen, der sagte, Mensch, wir haben da was anderes vor, hättest du nicht Lust für uns das zu schreiben? Da waren noch ganz andere Pläne über alle möglichen anderen Personen auch. Man wollte so ein bisschen auf dieser Frauenlinie weitergehen, politische Frauen oder irgendwelche große Frauen, und sind dann schließlich eigentlich durch den Irakkrieg auf ganz andere Dinge gestoßen. Weil dieser Begriff Friendly Fire ist ja ein Begriff aus der Militärsprache. Und wir haben ein Thema gewählt, wo wir sehr angegriffen worden sind, auch von der Berliner Presse, die also grundsätzlich zum Beispiel ablehnen, dass eine Oper sich um ein aktuelles Thema handeln darf. Und da bin ich grundsätzlich anderer Meinung. Ich finde, Opern waren eigentlich immer irgendwo auch aktuell. Nun ist die Frage, was ist eine Oper? Gut, brauchen wir nicht das alles zu erörtern. Manchmal wurde ja auch wegen der Zensur eine Oper in eine andere Zeit verlegt. Verdi, genau, ne, ja. Traviata wurde plötzlich in die Barockzeit gelegt, weil das eben nicht sein durfte, weil es zu aktuell war. Wir haben uns von vornherein vorgenommen, wir machen eine Oper, und zwar die Handlung ist über einen jungen, sehr jungen amerikanischen Irakkrieger, der nach Hause kommt und verändert ist, um das kurz zu fassen. Er hat Dinge erlebt, die bei ihm in seinem Leben, in seiner Ausbildung bisher nicht vorgekommen sind. Traumatische Erinnerung. Und das ist ein bisschen hartes Zeug, aber als Oper eben, ja, es ist eine Kammeroper mit wenigen Instrumenten und wenigen Darstellern, aber eben halt in der Richtung gehalten, dass es einem versucht, doch an die Nieren zu gehen. Und das ist, glaube ich, der Sinn auch von Musiktheater, dass man nicht nur lukullische Erlebnisse hat und einen schönen Abend gehabt hat. Das ist durchaus angemessen und das ist auch berechtigt, dass man das haben kann. Aber ich finde auch, man muss auch mal, auch durch eine Oper mal aufgeführt werden. Und die Neuköllner Oper hat ja auch da eine Tradition und deswegen haben wir das mit vollem Bewusstsein gemacht. Und wir hatten eigentlich auch bei vielen Leuten eine große Zusprache zu diesem ganzen War es ein Thema. Publikumserfolg? Es war. Ist ja immer ein Problem der modernen Kompositionen. Nun, ich bin in dem Sinne kein sagen wir mal, Klangtüftler. Also ich bin nicht jemand, der kommt wie Herr Lachenmann da, der alles sozusagen sämtliche Dinge, die in der Musik sind, von vornherein in Frage stellt. Ich bin eigentlich eher von der Jazzmusik. Also Sie kennen eher Melodien und Harmonien. Ja, das ist vielleicht auch zu viel gesagt. Das ist zu viel gesagt schon wieder. Aber ich kenne also auch melodiöse Ausrichtungen und ich kenne auch, oder ich verwende auch, und ich verwende auch harmonisches Denken, sagen wir mal so. Und ich verwende vor allem sehr viel auch Rhythmus, der mir sehr wichtig ist, weil der kommt aus dem Bauch. Ein Rhythmus kommt aus dem Bauch und ein Rhythmus greift einen auch direkt an, nicht nur im Kopf, sondern auch eben halt emotional. Und ich sagte eben schon, ich komme durchaus auch aus meinem Elternhaus, mein Vater war ein großer Jazzfan. Wir haben immer Jazzmusik auch gemacht. Also ich habe schon mit 8 Jahren Waschbrett gespielt mit irgendeiner Skiffle-Band und mit 11 Jahren, glaube ich, habe ich angefangen, Kontrabass zu spielen in einer Jazzband. Wir haben immer auch gerne Jazz gemacht. Und dann so über Minimal Music, Steve Reich, Philip Glass und sowas kommt eigentlich da so meine Richtung eher her, als nun gerade von Hans Zender, Lachenmann und sowas in der Richtung. Also deswegen habe ich also einen anderen Zugang zu dieser Art von neuer Musik. Und ich glaube, das ist auch heute, hat sich das auch legalisiert, sagen wir mal. Noch vor 20 Jahren, da durfte man ja sowas gar nicht laut sagen, dass man auch mal eine Melodie oder eine Harmonie verwendet. Heute hat sich das, glaube ich, schon normalisiert, würde ich sagen. Es ist zwar immer noch, sind da Lager, und die einen sind mehr von Adorno her, kommen von Adorno her, die anderen kommen mehr von der Weltmusik her und sowas alles. Und ich würde sagen, ich käme eher von der Weltmusik her, aber bin natürlich als professionell ausgebildeter Musiker von allen Dingen irgendwo auch angeregt. Ich kann da eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Schatz beitragen. Ich war in
der Uraufführung von King Lear von Aribert Reimann, damals in Münchner Opernfestspielen. Und für mich war es ein relativ harter Tobak, aber eine wunderbare Inszenierung mit Fischer Dieskau. Und dann traf ich einen Freund, der dann ein paar Abende später das sich angehört hat, und er sagte, ein entsetzliches Bel Canto. Ja. Der kam von der anderen Seite sichtlich. Ja, aber ich meine, Bel Canto und dann entsetzlich ist natürlich schon paradox. Ich liebe Bel Canto. Ja, nicht wahr? Ja. Gibt es irgendwelche Projekte, an denen Sie jetzt arbeiten, Kompositionsprojekte, neue Opern oder irgendetwas Größeres? Also an einer Oper werde ich erstmal nicht unbedingt jetzt arbeiten. Ich meine, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich möchte aber gerne und das reizt mich, dann würde ich auch wieder tun. Obwohl, Sie dürfen nicht vergessen, Opern schreiben ist eine dermaßen Torturarbeit. Wir haben glücklicherweise heute unsere Computer. Meine erste Oper für Koblenz, Ogygia, die habe ich noch mit der Hand geschrieben und mir tat nachher alles weh. Also ich bewundere Leute, die so viel schreiben konnten früher. Was ist doch sicherlich eine Frage der Praxis, eine Lockerheit, aber mir tat nachher alles weh. Und es tut einem auch am Computer, wissen Sie ja auch, wenn man lange Zeit sitzt, doch auch einiges weh. Man muss die Haltung kontrollieren und sowas alles. Aber man macht sich als Zuhörer gar nicht klar, was Komponieren und was vor allem Komponieren einer Oper an Zeitaufwand ist. Das macht man sich überhaupt nicht klar. Das Ding geht in 2 Stunden durch und man hat dort monatelang gesessen, um sämtliche Details eigentlich zu klären. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht einen Auftrag hätte oder eine Anregung, das unbedingt jetzt auch konkret dort aufzuführen, würde ich das nicht unbedingt machen. Ich würde auch keinem Komponisten wirklich raten können. Das ist einfach wirklich eine dermaßen Tortur. Und es verändert für eine ganze Zeit das alltägliche Leben völlig. Mozart, Händel und andere, die ja nun sehr, sehr viele, sehr große Opern geschrieben haben, Verdi, denen ging das noch leichter von der Hand? Naja, man darf nicht, ich meine, die Leistung ist natürlich unglaublich, aber man darf nicht vergessen, dass es gab zu dieser Zeit, und das ist anders als heute, einen allgemeinen Topos und einen allgemeinen auch Publikumsgeschmack, den man bedient oder nicht bedient. Und selbst Mozart war ja einer, der wollte durchaus auch ankommen und populär sein. Und Verdi wollte etwas Populäres schreiben. Das heißt, eigentlich ist das, was die gemacht haben, nicht von der Qualität her, sondern aber von der Drangehensweise eigentlich etwas, was Musical-Komponisten heute versuchen. Ich will das jetzt nicht in eine Wertigkeit, Sie wissen, was ich meine. Und deswegen ist das heute eine andere Art, an solch ein Projekt heranzugehen, weil man sich ja jedes Mal auch irgendwo einordnen muss und im Grunde das Rad von neuem erfinden muss. Was mache ich jetzt mit diesem Stoff und wie bringe ich das jetzt rüber? Ich habe ja nicht einfach jetzt meinen Stil und jetzt schreibe ich dann halt den Text auf denselben Stil und den Text auch auf denselben Stil und mache dann sozusagen nur kleine Abschattierungen. Es ist heute schon eine andere Geschichte, weil sich die Musikwelt auch, ich würde sagen, seit Anfang des 20. Jahrhunderts sehr weit auseinander dividiert hat. Publikumsgeschmack, Komponistengeschmack, Musikwissenschaftler und Musiker selber. Selbst bei Musikern gibt es manchmal Leute, die die neue Musik völlig ablehnen, was ich genauso schlimm finde, wie als wenn ein Publikum nicht mehr neugierig sein kann. Also nicht nur die Zuhörer haben es schwerer, auch die Komponisten haben es schwerer. Herzlichen Dank. Danke auch. Und zum Wohl. Zum Wohl. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von der 4-Jahreszeiten Winzer EG Bad Dürkheim, wo der gehobene Weingenuss seinen Ursprung hat.